So, willkommen zurück bei Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories. Also, ich nehme das ziemlich früh am Morgen auf, deswegen dürfte meine Stimme noch irgendwie ein bisschen rau sein und unsympathisch klingen, was weiß ich. Aber auf jeden Fall waren wir bei Captain... Warte mal. Oh, das war komisch, okay. Captain Hook stehen geblieben. Komischerweise war gerade irgendwie die Musik aus. Und da werden wir auch jetzt sofort weitermachen. Also nicht bei Captain Hook, sondern auf dessen Schiff. So, was haben wir denn hier alles Mögliche? Wieder nur Bullshit. Achso, den Raum hatten wir ja noch gecleared, bevor ich die Aufnahme beendet hatte beim letzten Mal. Und, was machen wir denn? Station der Stagnation. Ist doch immer gut, wenn man so eine einsetzt. Na, 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 na. La, 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 la. So. Zack. Zack. Natürlich. Erfahrung. Lass mich zu der Erfahrung durch. Nö. Ich mag dich nicht. Friss Cloud. Zack. Wieder der Kampf, okay. So. Ich muss nicht lange hier rummehren. Wirklich immer ungünstig, wenn man so lange rummehrt wie ich. Vorteile bringt das nämlich nicht. Nope. So, und wen haben wir denn hier? Oh, die Menschen. Piratos. Was ist denn mit euch? Oh, schon tot. War ja ein kurzer Auftritt. Naja. Ich kann ja mal spoilern, was die Karte von denen, die Monsterkarte von denen macht. Denn die macht jede Karte in deinem Deck zu einer Null. Jede. Zumindest glaube ich, dass das war, dass die das war. Ziemlich gut, oder? Nicht wirklich. Ich stehe nicht so auf die Nullkarten. Es gibt Leute, die können damit richtig gut spielen, aber mich ausgeschlossen. Na komm. Der will einfach nicht diesen Jump machen hier. Immer seine Rolle, sein Dash. So wollte ich das sagen. Kam irgendwie falsch rüber, ich weiß nicht. Ach, ne, noch eine neue Kombination. Okay, C4. Fege Gegner in weitem Radius weg und verletze und betäube sie so. Ero, Gravitas, beliebige Beschwörungskarte. Ist toll, dass das jetzt schon kommt. Ich habe noch kein Ero. Und ich mag es auch nicht, wenn meine Karten gespoilert werden. Eine Feenharfe. Das ist ja die Angriffskarte aus dem Bereich hier. Eine Feenharfe. Ja, ja. Nee, du explodierst nicht direkt vor meiner Nase und machst mir massig Schaden damit. Auch du nicht. Ach, alles schon weg. Ja, jetzt ist aber der Kampf zu Ende. Und nochmal Arachnamid. Ich finde die Monsterkarte auch nicht so prickelnd. Was haben wir hier? Wieder so einen kleinen Wurm, der glaubt, der könnte es mit mir aufnehmen. Naja. Nein. Ich würd euch ja gerne mal den C4 zeigen. Das ist eine coole Attacke, aber ich habe kein Hero. Wird auch noch eine Weile dauern, bis ich das bekomme. Aber bis dahin werdet ihr ja genug Spaß haben, dazu zu gucken, wie Cloud immer jeden einzelnen Kampf ownt. Oh, naja. Mann, sind hier viele Fässer in dem Raum. Yeah, ein Blitz. Okay. Dann mache ich einmal das. Sit for. Nein, naja, gut. Das ist jetzt nützlich. Also. So, mache ich Feuer rein. Eis. Die Blitze. Boom. Es wäre zwar cool, wenn ich noch mehr Blitze hätte. Aber egal.
ihr fragt euch jetzt, was das vielleicht soll. Hat einen ganz bestimmten Zweck. Nämlich den. Eine Angriffskarte muss drin sein. So, nämlich den. Dass ich jetzt euch mal das Geheimnis des weißen Raumes demonstrieren will. Denn der weiße Raum ist ein Raum, in dem, ein riesiger Raum wohl bemerkt, in dem es so weiße Gegner gibt. Wo haben wir denn einen? Es sind zwei oder drei in dem ganzen Raum drin. Da war einer. Da ist einer. Also, und was das Besondere an denen ist, hier ist, das sind vier, das ist ein bisschen doof. Aber wenn die sich so freuen, muss man, glaube ich, Feuer machen? Nein. Wenn die das machen, also ich weiß, wenn die das hier machen, dann muss man Blitz drauf machen. Yeah. Wenn die sich freuen, muss man Eis drauf machen. Und dann muss ich wieder Blitz drauf machen. Und jetzt geben die mir Premium-Bonus. Ja. So, Feuer. Feuer. Na? Nicht Blitz. Nicht Blitz. Yeah. Okay. Leben. Und Erfahrung. Bringt mir aber nicht viel. Also werde ich den hier nur wütend machen. Und damit habe ich das Geheimnis des weißen Raumes gelöst. Oh, ja gut, das ist ein bisschen doof mit dem Premium-Bonus, aber ich krieg die Blitz-Premium-Karte. Karte. So. Na? Will noch einer? Ist doch immer lustig mit mir. Oh, ja, was ist denn das? Mann, ich dachte, ihr wollt von mir verwöhnt werden. Sieht immer so aus, als würde ich die verwöhnen. Ah, einer. Blitz. Thunder. Eis. Ah, nein, Eis. Oh, scheiße. Ich wollte es nicht. Tut mir leid. Okay. Das war wahrscheinlich der letzte Gegner in dem Raum gewesen. Dann werde ich mal mein Set Karten wieder dahin legen. Ja, jetzt habe ich das ominöse Geheimnis des weißen Raumes gelöst. Also ich kann immer mal, wenn ich Premium-Boni brauche, einfach mal in so einen Raum gehen, in so einen weißen. Und dann die Aufgaben erfüllen, die ich erfüllen muss. Und dann kommt so ein weißer Raum und belohnt mich, sage ich mal. Aber nein. Ich war sicher, ihr wart neugierig. Ich habe das früher immer nicht rausbekommen. Ich habe die angegriffen, dann sind die verschwunden. Dann war der Raum für mich völlig nutzlos. Außer, dass ich da drinnen noch toll Mogri-Punkte grinden konnte, weil der Raum so riesig ist. Nicht, dass ich das gemacht hätte. Nein. So. Wer hat nicht früher in seiner Kindheit Mogri-Punkte gegrindet? Ein Schattenquasar. Eine Schattenquasar-Karte. Die kenne ich gar nicht. Was macht die? Schattenquasar. Versteckt die Karten vor gegnerischen Blicken. Naja, so gut ist das jetzt nicht. Naja, eigentlich ist es doch ganz gut. Bei Bosskämpfen könnte ich mir vorstellen, dass es nützlich ist. Aber ich muss jetzt mein Deck noch nicht umformatieren, sage ich mal. Ja, ich mag es, Computerbegriffe für Wörter zu verwenden, die nichts mit Computern zu tun haben. Yeah. Denn sein Deck umformatieren klingt doch viel cooler als... Ach, ich bearbeite das mal. Na komm, nicht ausweichen, das ist doof. Ah, Raum der Begegnungen. Raum der Begegnungen. Mist, ich kann kein so ein Hals-R oder wie man das macht. So ein R, wo ich das Gaumensegel bei... Gaumensegel. Das Gaumensegel bei verwende. So ein R. Nee, R. Das ist schwer. Könnt ihr ja mal versuchen. Aber ich glaube, ihr solltet das nicht irgendwo machen, wo euch Leute sehen, denn das ist ziemlich peinlich. Und sagt ihr nicht, dass ich euch befohlen habe, das zu versuchen. Hä, warum machst du die ganze Zeit so ein R? Ach, so ein Typ aus dem Internet hat gesagt, das ist cool. Naja.
Zack. Der schlägt irgendwie immer daneben, aber trifft trotzdem, ich weiß nicht. Also Sora, nicht Cloud jetzt. Cloud trifft immer perfekt. Nein, direkt reingedodged. Nee, lass mich in Ruhe, du Sack. Sollen das? Maul halten. Oh! Okay. Ah, verdammt. Immer wenn ich so eine Goldkarte bekomme, so ein Schlüssel zur Belohnung, bin ich ganz eindeutig gezwungen, in eine andere Welt zu gehen. Denn man kann blöderweise nicht zwei auf einmal halten. Ich glaube, in dieser Welt hier gibt es auch irgendwo einen, wo ich das verwenden kann, aber ich weiß nicht wo. Heißt, blub, Arena des Olymps, Welt 2, blub, dann gucken wir mal. Wenn ich mich recht entsinne, ist das zweite, was ich bekomme, immer der Metal Chocobo. Ach, weißt du was? Zack, zack, zack. Zack, blub. Ich kann hier natürlich auch schon die Endgame-Karten verwenden, wie zum Beispiel Bewachter Schatz. Dann gucken wir uns mal das an. Was macht denn das? Dup, dup. Und wer steht denn da? Ja. Es gibt eben nicht nur Pyrozipfel und Schattenlurche als Gegner, die irgendwo rumlaufen. Nein, geht auch anders. An dem komme ich blöderweise auch nicht vorbei. Ah, der Kampf ist einfach. Zack, zack, zack. Zack. Okay, friedlicher Schatz, gut. Oh, da sind ja noch mehr. Ich wollte mir den Schatz holen. Warum ich jetzt die ganze Zeit spule, weil das so eine lahme Kämpfe wären. Ich mach doch sowieso die ganze Zeit nur Cloud. Ach so, ist schon vorbei. Okay. Noch einen Gegner gibt's. Nee, noch zwei. Na. Aber. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Und jetzt ist nur noch der Arktizipfler da. Und ein Premium-Raum, wow. Haben wir hier drin? Eis. Premium-Raum, boah. Naja, jetzt wo ich das Geheimnis der weißen Räume gelüftet habe, ist das mit dem Premium-Raum ja gar nicht mehr so gut. Oder? Ich habe immer noch nicht genug Blitz auf. Warum habe ich denn das gemacht? Maul. Okay, wenn ich so spule, verliere ich zwar eine ganze Menge Leben, aber naja. Also, B, wo ist denn was Blaues? Dann nehme ich mal den falschen Schatz. 1. Und, blub, was bekommen wir denn? Was gibt's denn hier Schönes? Erstmal kaputt schlagen hier alles. Metal Chocobo. Was Metal Chocobo ist? Gucken wir es uns an. Mittel Chocobo, eine 3, Angriff B, Schlagtempo C, Stich aus Zeit B und neutral. Wie ist dafür bekannt, dass er einfach mehr Schaden macht? Immerhin ist es die einzige B-Karte, die ich habe. Das Löwenherz habe ich verkauft, kann ich jetzt nicht nachgucken, aber es kostet für eine 3, 24. Ja, ein bisschen teuer. Kleines bisschen. Naja. Also, dann gehen wir einfach mal zurück. Was wir diese Folge geschafft haben. Wir haben das Geheimnis des ominösen weißen Raumes gelöst. Und dann gehe ich mal zurück. Blöderweise muss ich dann immer das Nimmerland nochmal machen. Und hier beende ich die Folge. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh, fuck, falsche Taste. Ich bin immer noch auf Fraps gewöhnt. Mist.